So, Start. Herzlich willkommen zur Logoversity und schön, dass ihr dabei seid. Heute ist der Verein für Männer- und Geschlechterthemen bei uns, der Alex, der Michael. Sie werden mit uns heute die Stunde verbringen und zwar mit dem Thema Gewaltprävention in der Jugendarbeit. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns auf den Input von euch zwei. Ich würde sagen, wir starten. Wir haben nur eine Stunde Zeit und herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ich werde jetzt einmal starten und euch begrüßen. Ich und der Alex, wir werden uns am Anfang kurz vorstellen, also wo wir herkommen. Genau. Und Alex wird dann kurz so den Hintergrund, vor dem wir sprechen, vorstellen. Also wir haben einige gewaltpräventive Projekte. Gewaltpraxis-Forschungsprojekte, die wird der Alex kurz vorstellen. Dann werde ich mit einem Input einsteigen, so mit einigen wichtigen Botschaften. Dann, das kann ich schon verraten, kurzer Spoiler, wir werden in eine Übung reinschnuppern und der Alex wird dann den zweiten Teil des Inputs gestalten. Und dann gibt es sicher noch Raum für Fragen. Zu meiner Person, Michael Kurzmann, ich leite die Fachstelle für Burschenarbeit im Verein für Männer- und Geschlechterthemen. Bin eigentlich 2006 eingestiegen in den Verein in der Gewaltarbeit, also als Sozialarbeiter in der Arbeit mit Männern, die verschiedene Formen von Gewalt ausüben, habe mir aber dann im Laufe der Zeit auf die Jugendarbeit, auf die geschlechterreflektierende Burschenarbeit konzentriert, genau, und leite den Bereich. Und leite mit einer Kollegin gemeinsam das Projekt Heroes. Ja. Soweit, genau. Bin Sozialarbeiter und Psychotherapeut und Psychoanalytiker, vielleicht das nur zu meinem Ausbildungshintergrund. Soweit zu mir, dann würde ich an dich, Alex, übergeben, dass du dich kurz vorstellst. Danke, hi, von mir auch. Ich fange vielleicht erst mit der Ausbildung an. Ich habe Soziale Arbeit studiert, bin jetzt Master Gender Studies und bin seit 3 Jahren, glaube ich 3,5 Jahren in der Fachstelle für Burschenarbeit tätig als Workshop-Referent in erster Linie und seit heuer auch eben in der Forschung, in gewaltpräventiven Forschungsprojekten, die jetzt auch noch kurz vorstellen möchte, soll, werde. Einerseits sind wir, wie gesagt, mit dem Forschungsinstitut im Verein mittlerweile, ich weiß die aktuelle Anzahl gar nicht, ich glaube 5, 6, 7, 8 Forschungsprojekten aktiv. Ich selbst bin in einem aktiv, das werde ich am Schluss noch vorstellen. Da geht es in erster Linie darum, dass wir an Schulen gehen oder auch in Jugendzentren und uns anschauen, wo stehen Lehrkräfte, wo stehen SchülerInnen, wo stehen Fachkräfte in ihrem Verständnis von Geschlechterthemen und Gewalt und was braucht es und bauen auf diese erste Analyse hin dann maßgeschneiderte Trainings zur Gewaltprävention. Genaueres werde ich am Schluss noch kurz dazu sagen. Und in der Fachstelle für Burschenarbeit sind wir hauptsächlich in Schulen unterwegs, gewaltpräventiv, wo wir verschiedene Workshop-Angebote haben. Das ist einerseits mit dem Verein für, nein, nicht Verein für, Verein Frauen heißt Steiermark, haben wir ein gemeinsames Projekt, das sie Rap Not Rape nennt. Das ist einerseits ein Wettbewerb für Jugendliche, die gewaltfreie Rap-Songs einschicken können und dann professionelle Musikproduktion etc. gewinnen können. Und andererseits, und da kommen wir ins Spiel, machen wir Workshops in Schulen zu den Themen Rapmusik und Beziehungsgewalt. Und aus diesem Projekt werden wir heute eine Methode kurz vorstellen, wie wir Rapmusik verwenden, unter anderem, um über Gewalt zu sprechen und Geschlechterthemen. Und dann haben wir noch zwei weitere Projekte, wo wir mehr oder weniger alleine in der Klasse sind. Wo wir dann auch nur mit Jungs arbeiten oder mit denen, die meistens von den Lehrkräften als Jungs zugeteilt werden. So genau wissen wir das ja meistens gar nicht, ob sie sich dann selbst auch so sehen. Das ist einerseits se klassische sexuelle Bildung, wo aber auch immer dieser Aspekt von Männlichkeiten
mit besprochen wird und Care-Arbeit und so versucht wird, gewaltpräventiv zu wirken. Und das zweite Format ist der Boys Day, wo wir Berufsorientierung machen und das auch mit großem Fokus auf Care-Arbeit und Männlichkeit. Genau. So führen wir zu den Projekten, die wir machen. Später noch mehr dazu. Gut, dann werde ich den Ball wieder übernehmen und mit dem ersten Input starten und so einige Basics der Gewaltprävention aus unserer Sicht vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Ich versuche jetzt, werde jetzt die Präsentation starten. Vielleicht gibt es mal kurze Rückmeldung, ob ihr dann auch alles seht. Das wäre dann für mich hilfreich. Seht ihr die Präsentation? Super. Und jetzt die zweite Folie hoffentlich. Perfekt. Was ich vermitteln möchte, ist, dass es wichtig ist, wenn man Gewaltprävention über Gewaltprävention spricht und sie auch betreibt, dass die Geschlechter reflektierend und intersektional ist. Ich werde versuchen, das zu verdeutlichen. Warum ist es wichtig, sozusagen diese Brillen aufzusetzen? Dazu einen ersten Begriff, Gender-Based Violence, heißt geschlechtsbezogene Gewalt. Was meint es? Es besteht ein ganz enger Zusammenhang zwischen hegemonialen und patriarchal geprägten Männlichkeitsvorstellungen und Gewalt. Michael Kimmel ist ein US-amerikanischer Männlichkeitsforscher, der weist darauf hin, dass sich die männliche Identität nach diesen Männlichkeitsvorstellungen nur dann als würdig erweist, wenn sie sich von anderen Gruppen unterscheidet, die als vermeintlich schwach definiert werden. Besonders eben Mädchen, Frauen, aber auch Burschen und Männer, die diesen Vorstellungen nicht entsprechen, Queere und Transpersonen etc. Mannsein muss also immer hergestellt und stets bewiesen werden, indem ein symbolischer Ort als richtiger Mann eingenommen wird. So besteht eben in dieser Aneignung von Männlichkeit, männlicher Identität die Gefahr, dass diese Abgrenzung durch Abwertung und auf gewaltaffine Weise immer wieder neu bestätigt werden muss. Und daher ist es eben zentral und umso wichtiger, eine Veränderung der Haltung von Männern und Burschen gegenüber den vorherrschenden traditionellen Männlichkeitsbildern anzustoßen und dem alternative, positive und gewaltfreie Männlichkeitsmodelle anzubieten. Also, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Gewalt und Gleichstellung, Ungleichstellung, also im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse. Und oft ist es noch ein bisschen komplexer, weil ja Gewalt eigentlich nie allein ein individuelles Verhalten ist, sondern ja, wichtig immer auch vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Verhältnisse zu verstehen und zu analysieren ist. Was heißt das jetzt wieder? Ich versuche es zu erklären. Indem er eben, wie das zum Beispiel Kurt Möller macht, Gewalt als problematischen Befriedigungsversuch von Lebensgestaltungsbedürfnissen versteht. Also was sind so Lebensgestaltungsbedürfnisse? Kontrolle über das eigene Leben, soziale Integration, also das Gefühl von Zugehörigkeit, Anerkennung, sozialer Rückhalt, Teilhabe und eben das Bedürfnis, personale und soziale Kompetenz auch zu haben, zu spüren, also im Sinne von Selbstwert. Und mitunter ist es für junge Menschen nicht leicht, sozusagen diese Teilhabe, diese Anerkennung zu bekommen, weil diese Plätze in der Gesellschaft oft sehr eingeschränkt sind oder für sie schwer zugänglich sind. Schiebe jetzt nur kurz das Feld ein bisschen runter. Und der Joachim Schröder spricht, versuche jetzt ein komplexes Zitat, das ihr da in der Mitte findet, vorzulesen, ein bisschen zu übersetzen. Er spricht im Hinblick auf Jugendliche mit Ausgrenzungserfahrungen, dass diesen Jugendlichen für ihre Selbstgestaltung
kaum mehr als eins bleibt. Versuche in den Grenzen der gegebenen sozialen Verhältnisse durch abweichende Männlichkeitsentwürfe eine Distanz zu anderen Schichten und Milieus sowie den dort dominierten Männlichkeiten zu markieren. Vielen sozial ausgeschlossenen Jugendlichen gelingt es solchermaßen, sich in ihren eigenen Verhältnissen einzurichten, indem sie eigene Männlichkeitskonzepte entwerfen. Und ja, diese eigenen Männlichkeitskonzepte, um sie abzugrenzen, sind mitunter ja, gewaltaffin oder mit Gewaltverhalten, Gewaltakzeptanz verbunden. Also um eben Gewalt, nicht als rein individuelles Verhalten zu verstehen oder darauf zu reduzieren, ist es wichtig, sozusagen auch so die Hintergründe versuchen zu verstehen. Das entschuldigt das Verhalten nicht, aber es macht was verstehbar und hilft da bei den pädagogischen Interventionen. Und könnte, also sozusagen, wie könnte das umlegen oder was heißt das dann für die Praxis vielleicht der Jugendarbeit, sich einfach mal zu überlegen, bei Konflikten, Spannungen oder Gewalt, mit denen ihr konfrontiert seid, im Jugendzentrum oder im Streetwork oder in anderen Kontexten der Jugendarbeit, also gibt es, wenn es Konflikte, Spannungen, Gewalt gibt, ja, inwieweit spielen da das Geschlecht oder andere Zugehörigkeiten wie Herkunft, Alter, sexuelle Orientierung etc. eine Rolle. Also ich hoffe, einigermaßen verdeutlicht zu haben, diese Wichtigkeit, Gewalt nicht nur als individuelles Verhalten zu verstehen, sondern ja, was hat das mit Geschlechterverhältnissen zu tun und was hat das generell mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun, vor denen auch Gewalt passiert. Eine weitere für uns sehr wichtige Botschaft ist, Gewaltprävention heißt, auf verschiedene Ebenen anzusetzen. Der Alex wird dann über verschiedene Formen von Gewalt noch reden, wo ja oft so eine Tendenz ist, Gewalt heißt schlagen. Eine Person schlagt eine andere Person, aber es ist viel breiter und ebenso ist Gewaltprävention viel breiter zu verstehen. Natürlich sind Angebote für Kinder, Jugendliche wichtig. Da gibt es ja viele gute im Feld. Und natürlich spielt es eine große Rolle, die Kompetenz von einem Jugendarbeiter, einer Jugendarbeiterin. Sozusagen Fachlichkeit, das Rollenverständnis, auch die Selbstreflexion von einem Jugendarbeiter, einer Jugendarbeiterin. Aber Gewaltprävention ist mehr. Oder wenn man Gewaltprävention denkt und umsetzt, heißt es, ist es wichtig, auf weiteren Ebenen anzusetzen. Und da gibt es einen eindeutigen Trend, sozusagen eine Bewegung, hin, also weg von der rein individuellen zur strukturellen Prävention. Das heißt, auch im Team zu schauen, haben wir eine gemeinsame Teamlinie? Also ich nehme jetzt nur ein Beispiel raus, ein Jugendzentrum. Wie ist da das Regelwerk? Ist das klar? Wird das einheitlich umgesetzt vom gesamten Team oder gibt es da unterschiedliche Verständnisse? Wie ist überhaupt so das Team aufgestellt? Bildet sich da die Zielgruppe, also die Kids, die im Jugendzentrum sind zum Beispiel, was die alles mitbringen, bilden sie die Merkmale im Team ab? Und ganz wichtig, zentral, Institution, also die Träger, Trägerinnen, gibt es ein Gewaltschutzkonzept? Also gibt es klare Leitlinien, Richtlinien, Rahmenbedingungen, die die einzelnen Mitarbeiterinnen entlasten? Ganz wichtig, ist oft schwierig bis überfordernd, wenn Mitarbeiterinnen auf sich allein gestellt sind. Wie muss ich jetzt in der Situation tun? Ganz wichtig und zentral, dass da sozusagen Mitarbeiterinnen der Jugendarbeit entlastet werden, eben dass es Leitlinien, klare Richtlinien von der Institution, vom Träger, der Trägerin gibt. Auch zu schauen aufs Netzwerk. Habe ich ein gutes Netzwerk, wo ich mich austausche zu den Themen, auch Gewaltprävention, Unterstützungsmöglichkeiten? Gibt es Kooperationen für Notfälle, auch, wenn Gewaltverhalten passiert ist, für Betroffene, für Täterinnen? Was sind sonst noch Ressourcen? Wie ist denn das in der Region, im Stadtteil? Wie wird denn da das Thema verhandelt? Gibt es da Unterstützung? Und natürlich ist eine wichtige Ebene die der Politik, der Auftraggeberinnen. Gibt es da Strategien? Gibt es da eine Gewaltschutzstrategie, eine Gleichstellungsstrategie?
Land Steiermark, kann ich sagen, also da gibt es beides, ist da sehr bemüht und dran. Gibt es ausreichend Ressourcen auch für die Einrichtungen, um qualitätsvolle Jugendarbeit, die ja präventiv wirken kann, umzusetzen? Ja, und wie sind die Erwartungshaltung? Ich möchte jetzt nur eingehen, sozusagen Gewaltprävention ist es wichtig auch zu differenzieren. Setzt unterschiedlich an. Ich möchte beginnen mit der Primärprävention. Und was heißt denn Primärprävention? Das heißt, Gewalt überhaupt vorzubeugen, zu sensibilisieren, Informationen zu vermitteln. Was ist Gewalt oder was gibt es für verschiedene Formen für Gewalt? Wie ist die rechtliche Lage? Wo kann man sich Hilfe holen? Ja, und generell immer förderliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich habe jetzt, es ist nicht vollständig, es erfüllt sicher nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, aber so einige Eckpunkte oder Aspekte oder wichtige Fragen im Hinblick auf Primärprävention. Ich habe schon kurz erwähnt, gibt es ausreichend personelle Ressourcen? Also, dass ich mit dem Team kurz absprechen kann, zumindest, dass ich im Vier-Augen-Prinzip bei schwierigen Situationen vorgehen kann. Gibt Supervision, Intervision, Fortbildung, eine themenspezifische zur Gewaltprävention. Wird oder wie wird eine Culture of Care, eine Kultur des Hinsehens gefördert? Also, was heißt das? Werden Emotionen, Konflikte etc. zeitnah angesprochen? Ich habe jetzt nur so ein hypothetisches Beispiel aufgeschrieben oder auf die Folie gegeben, wie könnte das ausschauen? So, hey Tom, ich sehe, das ärgert dich wirklich, wollen wir nicht einmal drüber reden? Also so Gefühle, Emotionen, Konflikte wahrzunehmen und sie anzusprechen, darüber ins Gespräch zu kommen. Ja, welche Unterstützungsangebote sind vor Ort vorhanden für die Jugendlichen und wer kann diese Angebote in Anspruch nehmen? Wer vielleicht nicht? Für wen ist es schwierig? Auch schon angesprochen, mit wem vernetzen wir uns? Gibt es Kooperationen auch für Krisenfälle? Ganz wichtig im Hinblick auf Gewaltprävention, Partizipation, Einbindung der Jugendlichen. Also wie fördern wir die Partizipation und Verantwortungsübernahme von Jugendlichen? Gibt es Möglichkeiten der Mitgestaltung, der Beteiligung von den Jugendlichen, beziehungsweise Möglichkeiten, sich auch den Raum anzueignen, zum Beispiel im Jugendzentrum, indem man zum Beispiel die Räume oder einen Teil der Räume partizipativ offen gestaltet, also das Jugendliche oder zum Beispiel eine Aktion kann sein, Mädchen gestalten, das Jugendzentrum, also dass man die einbindet. Und natürlich, auch ganz wichtig, ich verschiebe jetzt noch kurz den. Wie fördern wir das Miteinander der Jugendlichen in unserer Einrichtung? Also gibt es immer wieder mal geschlechterreflektierende, diversitätsorientierte Angebote, also in Richtung Sensibilisierung, Informationsvermittlung. Ich habe schon gesagt, sensibilisiert zu werden, dahingehend, was für Formen von Gewalt gibt es überhaupt? Wie ist denn eigentlich die rechtliche Lage? Wo kann man sich Hilfe holen? Also eine umfassende soziale, emotionale und sexuelle Bildung ist wichtig und wirkt diesbezüglich präventiv. Da gehe ich jetzt nur ganz kurz drauf ein. In der Deutschschweiz und in Liechtenstein hat es eine umfassende Studie gegeben von 2019 bis 2021 unter Einbindung von Jugendarbeiterinnen. Und da ist rausgekommen, je stärker die Fachkräfte präsent sind, also auch zum Beispiel geschlechterdiskriminierendes Verhalten anzusprechen, immer wieder Geschlechterthemen anzusprechen. Also je präsenter Fachkräfte sind, desto seltener verhalten sich Jugendliche gemäß dominanter Geschlechterstereotypien und desto häufiger wird Geschlecht von ihnen kritisch thematisiert. Ich weiß, es ist schon sozusagen immer eine Gratwanderung in der offenen Jugendarbeit, weil das ja eigentlich ein offener Raum sein sollte, wo man nicht immer so direktiv pädagogisch agiert. Aber ich finde es trotzdem ein interessantes Ergebnis. Ganz zentraler, wichtig, schon angesprochen, gibt es klare Regeln des Miteinander. Zum Beispiel im Jugendzentrum. Wie seien die erarbeitet worden? Hat man da die Jugendlichen vielleicht eingebunden im Idealfall? Also, dass man die Hausordnung mit Jugendlichen entwickelt hat, inklusive welche Konsequenzen soll es geben, wenn die Hausordnung gebrochen wird?
generell, wie transparent und nachvollziehbar ist eigentlich das pädagogische Handeln und Konsequenzen? Also auch wenn man sozusagen Maßnahmen setzt, dass das zumindest transparent und nachvollziehbar ist, warum? Schon erwähnt werden geschlechtsspezifische bzw. andere Formen von Diskriminierung angesprochen. Und auch jetzt einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, beobachtet ihr vielleicht eine Jugendliche, vielleicht gerade eine männliche Jugendliche, die sich gegen Gewalt einsetzen? Und wie können diese Unterstützung erfahren? Wie können die gestärkt werden? Und vielleicht auch sie zu überlegen und zu arbeiten mit Jugendlichen. Was können gerade auch Burschen, Männer gewinnen, wenn sie sich für neue Formen des Umgangs miteinander einsetzen? Ich springe jetzt im Hinblick auf die Zeit weiter. Ihr könnt es eh dann in den Unterlagen nochmal nachlesen. Ich habe schon kurz angedeutet, nach wie vor wird Männlichkeit oft also nur über Abgrenzung mittels Abwertung hergestellt. Ein bisschen salopp formuliert, Burschen stehen oft unter einem großen Druck, also sie müssen ständig beweisen, performen, ich bin nicht weiblich, ich bin nicht kindlich, ich bin nicht schwul. Also so eine Art Nicht-Identität. Wenn ich das nicht bin, dann bin ich männlich. Es braucht, und da liegt ein großes Potenzial, positive Bezugspunkte von Männlichkeit zu entwickeln. Also das Erarbeiten von positiven Männlichkeitsbildern und Modellen wirkt Homophobie, Homonegativität ist der neuere Begriff entgegen und fördert ein partnerschaftliches, gleichstellungsorientiertes Miteinander. Also dass es dann nicht mehr so notwendig ist oder so stark notwendig ist, Mädchen, Frauen abzuwerten und homophobe Äußerungen zu tätigen. Sekundärprävention wäre wirklich so, da geht es dann schon rund oder da geht es sozusagen in Gewalt, in Diskriminierung rein. Wie kann ich da eingreifen? Wie kann ich deeskalieren? Möglichst früh, da ist wichtig, möglichst früh Anzeichen der Erregung, Wut, Frustration zu erkennen und dann zu schauen, wie kann ich intervenieren? Wie kann ich die Erregung reduzieren? Man kann aber den Rahmenbedingungen was machen. Wenn ich merke, da baut sich was auf, die Erregung steigt, da ist ein großes Stresslevel, da baut sich was auf, vielleicht die Musik auszuschalten, Fenstertüren aufzumachen, störende Umweltreize zu reduzieren, Unbeteiligte wegbringen. Immer wichtig, kurze Situationseinschätzung, Vier-Augen-Prinzip, Absprache im Team und intervenieren. Wichtig, wenn sie Gewaltverhalten aufbaut, Präsenz sagen, Kontakt herstellen, in die Situation gehen, anschauen die Person, hingehen, Namen nennen, kurze prägnante Sätze, Klarheit herstellen, Diskriminierungen ansprechen und die Aggressorinnen trennen. Raum zum Runterkommen, also wenn möglich, vielleicht kann man die Person in einen anderen Raum bringen, zum Runterkommen, zum Durchatmen, Deeskalationsgespräche, wenn möglich. Geoffrey Colvin, finde ich, bin schon ein bisschen mit der Zeit knapp, aber das sage ich noch ganz kurz. Geoffrey Colvin, finde ich, hat da ein gutes Vorgehen, ein Werkzeug, das stelle ich euch kurz zur Verfügung. Also er benennt es so in zwei Stufen, also dass man, wenn ein unerwünschtes Verhalten passiert, dass man dann hingeht zu sagen, so geht es nicht, ich wünsche, sondern dass man dann das erwünschte Verhalten benennt und formuliert. Ich hätte gern, dass du dich so und so verhaltest. Wenn nicht, gibt es die und die Konsequenzen. Dann kurzer Rückzug, um der Person die Chance zum Nachdenken zu geben, da Entscheidung eigentlich zu treffen. Und erst dann, nach dem Rückzug, wenn die Person Zeit gehabt hat, darüber nachzudenken, Entscheidung zu treffen, wenn dann das problematische Verhalten weiter fortgesetzt wird, dann die Konsequenz ziehen, dann nicht mehr zu diskutieren, sondern ruhig und gelassen das zu vollziehen, was vorher angekündigt wurde. Genau, Fremdschutz natürlich wichtig, gewaltbetroffene Personen in Sicherheit bringen, nicht Involvierte aus der Gefahrenzone. Wenn es zu gefährlich wird, wenn es sehr eskaliert ist, nicht mehr versuchen, die Person rauszubringen, zum Beispiel aus dem Jugendzentrum, sondern ein Eigenschutz der Mitarbeiterinnen von anderen Jugendlichen, dann die Person lassen und selber rauszugehen oder weg von der Situation. Und bei zielgerichteter Gewalt eben sofort Rettung und Polizei informieren, daher Handy bereithalten.
könnt ihr dann auch nachlesen. Er gibt auf das Spannungsfeld, weil es ja um Verschwiegenheit und Parteilichkeit zu den Jugendlichen geht. Also da natürlich Polizei zu rufen oder Rettung, ist ein Eingriff, ergibt das Spannungsfeld. Aber da ist nochmal Transparenz über das Handeln gegenüber den Jugendlichen herzustellen, total wichtig. Schwieriges Thema, genau. Aber es ist in jedem Fall natürlich so, wie es BOJAT ist, die Plattform Offene Jugendarbeit Tirol, ein Ziel natürlich von Jugendarbeit, dass Konflikte zu einem Ende kommen und weitere Verletzungen der Beteiligten verhindert werden. Gut, Tertiärprävention, und damit schließe ich schon, könnt ihr dann nachlesen, wer dann zu schauen, also damit umzugehen, dass keine Wiederholungen passieren, dass man gut dokumentiert, die Leitung informiert, gut aufarbeitet, vielleicht andere Institutionen nutzt und dann nachbearbeitet, nachbespricht mit den Jugendlichen, von denen gewalttätiges Verhalten ausgegangen ist, mit den betroffenen Jugendlichen und auch mit Nicht-Involvierten. Das war jetzt so ein bisschen im Staccato zum Schluss, und aber wir werden sicher noch Zeit haben, auch drüber zu reden. Aber es ist natürlich auch ein komplexes Thema mit einigen Spannungsfeldern. Gibt es ad hoc Verständnisfragen, ohne die es nicht möglich wäre, weiterzugehen? Weil sonst würde ich den Kollegen, den Alex, übergeben. Ja, und soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, gibt es jetzt ein Eintauchen oder ein Reinschnuppern in eine Methode. Genau, dann übernehme ich mal da. Versuche, dass das funktioniert. Man hört mich, oder? Ja, bin eingeschalten. Wir haben uns gedacht, wir unterbrechen so diesen theoretischen Input mit ein bisschen Praxis und möchten eine Methode vorstellen, die eigentlich bei uns aus dem Forschungsbereich kommt und die wir zu Beginn genutzt haben, dazu rauszufinden, wo Jugendliche Geschlechterthemen überhaupt erkennen, wie sie dazu stehen, welche Gewaltformen sie erkennen. Und dafür verwenden wir Rapmusik. Und da Rapmusik, dass sie dafür sie ganz gut anbietet, haben wir dann auch gedacht, wir übernehmen das in gewaltpräventiven Workshops, um gewisse Themen aufzumachen. Wieso verwenden wir die Rapmusik? Weil Rapmusik extrem divers ist. Also es gibt alles Mögliche, von sehr sozialkritischen Texten und Weltbildern bis hin zu klassischem Gangster-Rap, gewaltverherrlichend, moralisch sich nicht positionierend dazu. Und was man auch dazu sagen muss, Rapmusik ist mit Abstand die erfolgreichste und beliebteste Musik der heutigen Zeit. Wer sie anschaut, die meistgestreamten KünstlerInnen der letzten 10 Jahre findet zu 80% im deutschsprachigen Raum Rap bzw. sogar Gangster-Rap KünstlerInnen. Gangster-Rap zeichnet sich dadurch aus, dass ein gewisses Männlichkeitsbild transportiert wird, dass eine gewisse Gewaltverherrlichung drin ist, die Abwertung von Weiblichkeit und nicht dem eigenen dominanten Männlichkeitsbild entsprechende Männlichkeiten und so weiter. Genau. Die Methode, die wir jetzt machen, der Name ist jetzt sehr unkreativ, ist einfach eine Song- oder Videoanalyse. Und wir stellen einfach ein paar Fragen dazu. Und die Fragen werden diese sein. Da könnt ihr euch das einmal kurz durchlesen. In erster Linie fragen wir die Jugendlichen, wie der Song, das Video ankommt. Das hat den Grund, dass wir einerseits mit Lieder arbeiten, die wir aussuchen, und andererseits aber auch teilweise mit Lieder arbeiten, die von den Jugendlichen selber kommen. Natürlich immer zuerst, also nur wenn wir das Lied kennen, wir spielen jetzt nicht jedes Lied ab, weil teilweise die Texte schon dann sehr, sehr problematischer sind. Aber es kommen durchaus auch immer wieder Vorschläge oder Songs von Jugendlichen, die sie auch super analysieren lassen. Kommen wir da später noch dazu. Und um herauszufinden, wie sehr das überhaupt zu ihnen gefällt, quasi,
Gehen wir mal so mit einer Einstiegsfrage rein, dann welcher Satz hängen geblieben ist, öffnet gleich mal meistens das Thema, wo am meisten Widerstand da ist, wenn Widerstand da ist. Dann reden wir über die Botschaften im Lied, über Geschlechterdarstellung, über Gewalt und am Ende fragen wir auch noch, was sie gerne ändern würden an dem Song oder Video, wo so ein kleines Tor aufgeht ins Kreativwerden. Also mit Blick auf den Wettbewerb, den die Freien Frauenhäuser veranstaltet zu gewaltfreien Rap-Songs, ist das immer so ein Einstiegsding. Man könnte doch eine gewaltvolle Zeile umdichten in eine gewaltfreie zum Beispiel. Das findet sie da dann wieder. Und jetzt haben wir uns gedacht, ich weiß nicht, ob das gut funktioniert, wenn ich das jetzt öffne oder ob es einfach jeder selber öffnen kann. Funktioniert das, wenn das jeder selber öffnet? Ich glaube, das wäre am einfachsten. Also bei mir geht es nicht. Ich glaube, du müsstest den okay. Link in den Chat posten. Geht das, Alex? Ja. So, ich habe den Link jetzt im Chat geschrieben, postet. Erscheint, ja, bei mir zumindest. Ansonsten habe ich den Text jetzt auch in der Bildschirmpräsentation noch drin. Aber ich warte jetzt einmal 3,5 Minuten ab, bis das Fragen einmal durch ist. Das heißt, wir hören uns das jetzt an. Genau, bitte. Sehen uns das an.
glaube, es sollte jetzt jeder angehört haben, oder? Sollte ausgegangen sein. Also bei mir ist es locker schon ausgegangen. Ich bin durch. Vielleicht gibt es kurz ein Zeichen, Petra. Stefanie sagt, ja, sie sind durch. Also ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Sehe ich die Antworten nicht? Das kann es sein. Okay. Und dann kann man nochmal zurück zu den Fragen. Vielleicht versuchen wir das über den Chat. Und vielleicht versuchen wir es, also vielleicht versuchen wir es vor der ersten Frage weg kurz zu beantworten, wie kommt der Song an, beziehungsweise das Video. Gibt es da ein paar Rückmeldungen dazu? Michi, wenn du was sagst, du hast kein Mikro eingeschaltet. Ich habe gesagt, ich quatsche nur kurz dazwischen. Ich glaube, bei der Sabrina hat es irgendwie nicht funktioniert am Handy, aber ja, wir kennen deine Link ja, oder du stellst ihn sicher zur Verfügung, oder vielleicht kann man es nachsehen. Genau. Also, hört man mich? Ja. Ja, es hat dann doch funktioniert. Also nach 10 Mal klicken hat es dann funktioniert. Und ich habe mir nach den ersten paar Sekunden gedacht, na boom, also so klassischer Song halt auch mit dem Video, aber dann nach ein paar Zeilen oder eben nach ein paar Minuten war das dann irgendwie so, ah ja, okay, also so irgendwie so Augen öffnen, so die Zeile, sie wird weniger verdienen, weil sie eine Frau ist. Und dann haben wir gedacht, ja, also eigentlich gut getroffen. So von der Message. Mhm. Hat man das gehört? Mhm. Ja, hat mich gut gehört. Super, danke. Es gibt einige Rückmeldungen jetzt im Chat. Klischeehaft. Dann Text finde ich differenziert. Video dazu verstört, weil in der üblichen sexistischen Tradition. Und noch ein Kommentar, ein Statement. Im Laufe des Songs konnte ich mich immer mehr mit dem Song anfreunden. Stimme Sabrina zu. Ja, also das Video finde ich auch spannend dazu, weil es in gewisser Weise im Gegensatz zu dem steht, was er eigentlich im Text vermitteln will. Ich weiß nicht, ob das sehr gelungen ist, aber ist auch nochmal spannend auf der Ebene zu analysieren dann. Ein Satz hat die Sabrina schon genannt, der besonders aufgefallen ist, sie wird weniger verdienen, denn sie ist eine Frau. Sind andere Sätze noch besonders hängen geblieben? Sinngemäß muss jetzt nicht ganz genauso wiedergegeben werden. Ja. Genau, Stephanie schreibt, jede Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben sexuell belästigt. Das kommt vor, was die einen unten hält und die anderen, wie ist die Zeile genau? Wo liegt da der Unterschied, der die einen oben hält und die anderen runterzieht? So, die Zeile. Und am Schluss sagt er auch noch, dass er keine Zeit hat für so eine Scheiße, weil er Windeln wechseln muss. Genau, das kommt auch noch vor. Was würdet ihr sagen, was ist allgemein die Botschaft vom Lied, was wir vermitteln damit?
Genau, würde ich auch sagen. Einfach geschlechtliche Unterschiede, Benachteiligungen, vielleicht Erklärungsversuche an die eigene Tochter. Das auf jeden Fall kann ich mir auch gut vorstellen. Genau, wie man es den eigenen, mit der eigenen Tochter oder jungen Mädchen erklären kann, dass es Benachteiligungen gibt. Also in gewisser Weise auch eine Wut auf dieses System, würde ich sagen, steckt da drin. Kommt das Sagen gut bei Jugendlichen an? Das ist unterschiedlich, muss ich sagen. Also es kommt darauf an, also wir arbeiten in Mittelschulen wie in Gymnasien und das ist extrem divers dann noch einmal, je nachdem, wo, in welcher Schule wir sind, ob wir am Land sind, ob wir in der Stadt sind. Ja, dieses Lied kommt eher bei SchülerInnen an, die weiterführende Schulen gehen. Also das ist dann eher im 7., 8. Stufe Gymnasium oder in einer HLW oder HAK oder so, dass das eher ankommt. Genau. Das, also das Ding mit gut ankommen oder nicht gut ankommen ist, einerseits haben wir in der Arbeit eben gerne Lieder, die gewisse Aussagen treffen, die müssen dann gar nicht gut ankommen, da reicht es aufs Thema mal so zu sensibilisieren und dann gibt es aber auch genau den umgedrehten Weg, wir nehmen die Lieder, die sie haben und schauen mit diesen Fragen in diese Lieder rein. Ich zeige euch eine kurze Idee, welches Lied. Der Unterschied von Land und Stadt ist meistens, dass in der Stadt Schulen, also dass die Auswahl an Schulen viel größer ist in der Stadt und deshalb viel mehr aussortiert mehr oder weniger wird, quasi, dass in Grazer Schulen sie, also in Grazer Mittelschulen sie eher marginalisierte Jugendliche wiederfinden als im Land. Ist meine Beobachtung jetzt, ohne irgendwie Studie dahinter zu haben. Aber ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, mir war es zu weit in der Kindheit ins Nachbardorf, in das Gymnasium zu gehen. Deswegen bin ich quasi in meinem Dorf geblieben, in der Hauptschule damals noch. Und diesen Effekt würde ich selber auch beobachten bei vielen am Land. Das heißt, das Level an Homophobie und Transphobie und so weiter ist am Land tatsächlich niedriger in Schulen, als es in Graz oft der Fall ist, wenn wir jetzt bei Mittelschulen sind. Genau. Was aber viel auch mit dem zu tun hat, was der Michi vorher schon vorgetragen hat, so je marginalisierter, je struktureller die Benachteiligung ist, desto krasser können auch Männlichkeitsbilder daraus entstehen. Aufgrund der Zeit würde ich zu den Fragen noch kurz vielleicht selbst eine Antwort finden. Also es wird dargestellt, dass Frauen in der Gesellschaft grundsätzlich benachteiligt sind, dass es viel mit Geschlechterbildern zu tun hat, dass eben der Oberarzt am Mann, die Sprechstundenhilfe, eine Frau, der Kindergartenleiter ist ein Mann, die Erzieherin als Angestellte wieder, die drunter ist, so die Darstellung von Geschlechtern macht er dann einmal auf, wie die Rollen in der Gesellschaft eher verteilt sind. Das nutzen wir ganz gern, um das generell zu besprechen, wo ich durchaus positive Erfahrungen habe, weil also teilweise gehen Jungs in Widerstand, fühlen sich dann selbst ganz oft benachteiligt und suchen diese Linie an. Es gibt aber genauso die umgekehrte Dynamik, wo eigentlich die ganze Klasse und auch, wenn wir es nur mit Jungs machen, alle schockiert sind über diese Zustände oder zumindest sich schockiert geben. Und da kann man dann auch mal ansetzen, um drüber zu reden. Zu Formen von Gewalt. Ich würde auch sagen, einerseits ist strukturelle Gewalt drinnen, indem das eben Geschlechterunterschiede benannt werden. Gender Pay Gap zum Beispiel wird benannt. Es ist aber auch sexualisierte Gewalt drinnen. Eben mit dem Satz, der vorher schon gefallen ist, jede Frau wird einmal im Leben mindestens sexuell belästigt. Genauso wie Objektifizierung, Sexualisierung, dass Frauen zuerst einmal in sexy oder hässlich eingeteilt werden, Raptor, glaube ich. Genau. Und was würde ich ändern, wenn ich jetzt die Frage selbst beantworte, das Video würde ich ändern. Ich hätte es, glaube ich, witzig gefunden, wenn man vielleicht da einen Switch in Geschlechterrollen macht und vielleicht nackte Männer tanzen lässt einmal oder so. Das ist auch für dazu, aber genau. Da habe ich noch ein paar Lieder zusammengeschrieben, die vielleicht später interessant sind, wenn ihr die Folien kriegt.
Weil es durchaus, wie gesagt, es gibt sehr viel diversen Rap-Musik und es werden wahnsinnig viele Themen angesprochen, die durchaus interessant sind, die mit Jugendlichen zu besprechen. Und das letzte Lied von Capital Bra, Farid Bang und Sana ist ein klassisches Gangster-Rap-Lied, wo zwischendurch so eine Frauenstimme singt, oder gleich zu Beginn singt, und wo es zum Beispiel um eine gewaltvolle Beziehung geht, wo aber ganz gut Männlichkeitsbilder herausgearbeitet werden können. Also inhaltlich geht der Text dann darum, dass er rappt, dass er quasi es nicht schafft, zu sagen, was ihm passiert ist in seinem bisherigen Leben, dass er es nicht schafft, darüber zu reden, dass er gewaltvoll darauf antwortet, dass er immer da in Sucht und so solche Sachen reingeht dadurch. Und das ist ein Lied, das durchaus von Jugendlichen oft genannt wurde bisher, was sie gut finden. Das heißt, da kann man auch mal in ihre eigene Lebenswelt eintauchen und nicht mit dem Rap auftauchen, den wir für inhaltlich gut finden, sage ich jetzt mal. Oder Shirin David ist auch spannend, dass sie einfach eine weibliche Gangster-Rapperin ist, die in diesem Lied Ich darf das klar macht, was Frauen auch alles dürfen und was sie alles darf und was sie sich sicher nicht verbieten lässt und zeitgleich noch mit dem Flex, also mit der Angeberei im Rap-Musik auch noch spielt. Genau. Da ist nur ein paar Vorschläge, welche Lieder man da noch verwenden könnte. Dann haben wir noch, ja, das geht sich aufgrund der Zeit nicht mehr aus. Wir haben noch eine zweite Methode, die ich noch kurz erklären wollte. Da geht es nur darum, dass wir manchmal Rollenspiele machen, um dann auch nicht nur zu sensibilisieren, sondern auch zu üben, wie man Konfliktsituationen besser lösen kann. Dann gibt es auch noch Handbücher in der Präsentation, wo man Handbücher für Methoden findet, für gewaltpräventive Methoden findet. Genau, was sind unsere Interventionsziele, wenn wir in den Klassen stehen, jetzt mit Hinblick auf Gewalt? Wir gehen nicht davon aus, dass wir komplett gewaltfreies Verhalten sofort erzielen, aber wir wollen ein gewaltfreieres Verhalten schaffen, indem wir eben Handlungsoptionen erweitern für Jugendliche, dass sie in schwierigen Situationen selber wissen oder mehr Optionen haben, wie sie mit unangenehmen Gefühlen zum Beispiel umgehen können. Wir wollen aber auch insbesondere männliche Fürsorge fördern, dass sie auf sich selbst und andere schauen, das heißt eigene Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen lernen, eben eigene emotionale Prozesse sensibilisieren, um dann am Ende so gewaltpräventiv wirken zu können. Und dazu zählt auch das Wissen über Gewalt und Gewaltformen zu erweitern. Und das machen wir, indem wir ihnen auch, je nachdem nach Alter angepasst, erklären, welche Formen von Gewalt es überhaupt gibt. Auf das gehe ich jetzt gerne ein. Wir haben so ein Gewaltdreieck, mit dem wir gerne arbeiten, wo man jetzt leider nicht das ganze Dreieck sieht, glaube ich. Aber Jan Galtung hat eine Theorie zur Gewalt aufgestellt, wo er sagt, es gibt nicht nur die personelle Gewalt, wie Michi das schon erwähnt hat, wo es eben nicht nur ums Schlagen oder psychische Gewaltformen geht, sondern es gibt auch strukturelle Gewalt in der Gesellschaft, die Erfolge oder strukturelle Gewalt ist im Prinzip eine Benachteiligung aufgrund einer gewissen Eigenschaft, die ich habe. Da gehen wir gleich drauf ein. Und dann gibt es dazu noch die kulturelle Gewalt, die das Ganze rechtfertigt. Das ist zum Beispiel, wenn ich die gesunde Ohrfeige habe als Beispiel da aufgeschrieben. Oder gerade bei sexualisierter Gewalt gibt es oft so diese Meldung, wenn man sie so anzieht, muss man sie nicht wundern. Das ist eine ganz klare Form kultureller Gewalt, wo quasi irgendwo Legitimität gesucht wird für gewalttätiges Verhalten. Und das ist insofern spannend, dessen Blick zu nehmen, weil daran natürlich noch viel mehr Menschen beteiligt sind als an der direkten Gewalt selber, an dieser Legitimation. Zur strukturellen Gewalt noch einmal. Das umfasst quasi alles, wo Einzelpersonen oder Gruppen der Zugang zu Ressourcen verwehrt wird, zu Bildungschancen verwehrt wird, zu Räumen, aber auch Lebenserwartungen, zu Einkommen. Und das ist ein Beispiel, was man gerade wieder gut nennen kann, als
Gender Pay Gap natürlich ganz im ganz großen Maße, dass Frauen weniger verdienen als Männer zum Beispiel, aber auch, dass Menschen mit nicht deutschen Namen weniger häufig zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, dass Menschen mit nicht weißer Hautfarbe viel öfter in Polizeikontrollen geraten, also viel öfter unter Generalverdacht stehen. Das sind alles so Formen von struktureller Gewalt. Aber genauso die, wer hat die Ressourcen, wer kriegt die Ressourcen, wer kriegt die Ausbildung dahingehend, zum Beispiel, dass sie weiß, wie man gut für alle Beteiligten mit eigenen Gefühlen umgehen kann, wie kann ich quasi eigenes Konfliktmanagement lernen. Wer bekommt die Ressourcen und diese Bildung in der Gesellschaft und wer nicht, auch das kann eine Form oder ist eine Form struktureller Gewalt. Ja. Und das alles kann auch direkte Gewalt dann auslösen, gerade wenn ich meine Grundbedürfnisse nicht erfüllen kann oder eben so einen erschwerten Zugang habe, sage ich mal, zu Social Skills, ist das sicherlich ein Mitgrund für direkte Gewalt. Und da merkt man oft, dass es große oder wenig Sensibilität gibt für Gewaltformen, die über die körperliche Gewalt hinausgehen. Also gerade wenn man in Schulen sind und Lehrkräfte fragen, wie schaut es aus mit Gewalt an der Schule, dann kommt das Antwort, die Jungs raufen oder die Jungs raufen nicht miteinander. Aber die Idee, dass es andere Formen von Gewalt in der Schule geben könnte, die kommt oft gar nicht. Daran sehen wir, dass es einfach wenig Sensibilität in dem Thema gibt. Also gerade was sexualisierte Gewalt betrifft, gibt es immer wieder so, oder da werden wir auf schnell aufmerksam, dass eben sexualisierte Gewalt oft für Fachkräfte, aber auch für Jugendliche Vergewaltigung ist und mehr nicht. Manchmal ist es natürlich noch begrapschen, aber dass so Sachen wie unerwünschte sexistische Kommentare auch zu nahe treten, das muss noch gar nicht da irgendwie berührend sein, aber ein krasses Nahekommen von einer Lehrperson, zum Beispiel SchülerInnen gegenüber, oder aufdrückliche, anzügliche Blicke auch schon sexualisierte Gewalt sein können, das wird oft übersehen. Ein anderer Punkt, wo wenig Sensibilität da ist, nach unserer Erfahrung nach, ist die psychische Gewalt, wo wir zwar wissen, Beleidigungen sind psychische Gewalt, aber das Absprechen von Gefühlen und Wahrnehmungen, also das Gaslighting oder das Erzeugen von Schuldgefühlen, wo genauso krasse Kontrolle ausgeübt werden kann, oder das Bestrafen, indem ich plötzlich jemanden anfange zu ignorieren und quasi so die Liebe oder die Beziehung so akut und in krassen Ausmaß entziehe, dass das auch Gewaltformen sein können, das wird oft übersehen. Und das ist auch Teil unserer Arbeit in Schulen, dass wir versuchen, diese Formen von Gewalt den SchülerInnen auch näher zu bringen, dass das auch Gewalt ist. Dazu noch kurz zwei Grafiken, die ich ganz gut finde. Das eine ist eine Werbung von irgendeiner Luxusmarken, glaube ich, wo man einfach eine Gewaltbeziehung erkennen kann. Das andere ist ganz speziell auf Gaslighting bezogen, wie man erkennen kann, ob man von Gaslighting betroffen ist, was man machen kann, wie sie so Gaslighting-Sätze anhören. Zum Beispiel eben du reagierst über oder Sätze wie, das ist nur in deinem Kopf. Also quasi der Anspruch, man selbst hat den direkten Draht zur Realität, aber die Person gegenüber hat nur eine Wahrnehmung davon. Und die ist dann meistens falsch natürlich, weil meine ja immer richtig ist. So funktioniert der Mechanismus dahinter. Ich springe da ein bisschen durch, weil man sich das eben noch in einer Ruhe dann ansehen kann. Und stelle nur kurz das gewaltpräventive EU-Projekt vor, weil wir in diesem Projekt für Fachkräfte Trainings anbieten. Und zwar machen wir das im Ausmaß von 16 Stunden. Wir organisieren das gerade. Das ist so gerade die Endphase der Organisation, wo wir noch Jugendliche suchen, aber auch Fachkräfte, die mit Jugendlichen arbeiten, die Lust haben, eben so gewaltpräventives Training mitzumachen. Da schauen wir uns eben Geschlechterrollen an, da schauen wir uns an, was hat das alles mit Männlichkeit zu tun. Wir schauen uns aber auch an, wie kann man mit Jugendlichen arbeiten, dass sie statt ein gewaltvollen Handeln ein gewaltloses Handeln oder ein gewaltloseres Handeln anwenden.
Und wer daran Interesse hat, das in einem längeren Ausmaß mitzumachen, der kann sich gern melden bei mir. Der Kontakt ist aufgeschrieben, moschitz@männerberatung.at. Wir können da gerne auch nochmal reden dazu für Interessierte, was genau da drinnen vorkommt. Das kostet nichts, das ist ausfinanziert, das ist das Schöne dran. Genau. Und wer eine Idee hat, dass welche oder wer mit Jugendlichen arbeitet, die auch daran interessiert sein könnten, wir haben da einen Peer-to-Peer-Ansatz integriert, wo wir Jugendliche ausbilden, die selber dann Workshops halten sollen mit anderen Jugendlichen. Genau. Um in dem Bereich mehr Gewaltprävention noch zu erzeugen. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen überzogen, aber mach da jetzt einmal einen Punkt. Ich sehe schon die erste Frage, ob wir auch nach Wien kommen. Für eine Person wahrscheinlich nicht, für mehrere Personen würde ich schon sagen. Also das sollte, daran wird es nicht scheitern. Ich glaube aber, dass wir ein zweites Projekt haben, wo wir schon in Wien auch sind. Ich kann das nachfragen, ob das irgendwie so integriert werden kann, wenn Sie das möchten. Schicken Sie mir eine Mail oder so, wo ich dann einen Kontakt habe, wo ich Sie kontaktieren kann. Du meinst jetzt mich? Na, Frau Christiane Schieder. Okay. Hallo, danke. Es ist nur so eine generelle Anfrage. Ich komme halt von Jugendzentren aus Wien und das war jetzt nur so eine interessierte Frage, ob du auch Dienstreisen machst, sagen wir mal so. Ja, aber, machen wir. Super, gut. Danke. Herzlichen Dank. Danke. Meine Lieben, es ist 10 Uhr. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt den offiziellen Schluss dieser Stunde. Ich bedanke mich jetzt mal ganz höflich bei euch zwei, beim Alex und beim Michael für die interessante Stunde und werde die Aufzeichnung nun beenden.